Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West mit mir, Demian. Und ich gucke jetzt hier nach diesen Luftaufnahmen. Wie geht's zu den Startkoordinaten? So. Mal sehen, was da ist. Kriege ich jetzt hier dann die Dinosaurier quasi? Da, der Anfang der Flugbahn. Okay, ich glaube, mein Fokus repariert die Senderdaten. Folge der Flugbahn. Daten werden noch repariert, aber es gibt ein Audioprotokoll. Der Großteil der Küste wurde überrannt. Der Schwarm übernimmt bald den Rest. Dann... Inland. USRC hat im Osten eine neue Verteidigungslinie errichtet. Jeder zwischen ihnen und dem Bots ist morgen um diese Zeit so gut wie tot. Die letzte Mission beim Pangea Park. Pascha hatte eine VIP-Eintrittskarte. Dieser Trottel. Jetzt wünschte ich, ich wäre da gewesen. Wenigstens einmal. Okay. Land, das wir bis aufs Blut verteidigen. Jede Menge Verluste. Jedenfalls mehr als berichtet. Mir läuft die Zeit davon. Nach dem Pangea Park wird L.A. fallen. Und was alles noch erschwert? Ich fühle mich in der Basis beobachtet. Verfolgt. Verdächtigt. Sobald ich zurück bin, muss ich veröffentlichen, was ich habe. Oben. Wenn die Leute meine Aufnahmen sehen, werden sie verstehen. Es gibt keine Hoffnung. Das Ende der Welt ist bereits da. Die Pharaoh-Plage kam immer näher. Ja, das wurde ja gerade vorgelesen. Glaube ich. Okay, dann habe ich das ja auch. Frag mich, ob hier auf dieser Insel was ist. Sieht irgendwie nicht so aus. Kein Lagerfeuer.
Okay. Dann bleibt mir ja nichts anderes über, außer hier sein letzter Akt zu machen, weil sonst habe ich das Gefühl, ist hier nichts mehr. Oder, also ich gucke noch, was hier auf der Insel ist. So, hier war ich ja schon tauchen. Ich muss einen Platz zum Absteigen finden. Kann ich eigentlich unendlich gleiten? Ein großer Sturm. Aber nur über der Insel. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Aus der Luft könnte ich besser sehen. Vorsichtig. Okay, soll ich hier noch irgendwie gucken? War das ein Sturmvogel? Was fliegt da? Ist denn, wenn ich hier reinfliege?
Nix. Da ist auf jeden Fall wieder so ein Luftaufnahme-Ding. Tür verschlossen. Vielleicht elektrische Störung. Ich muss hier weg. So, komme ich da irgendwie rein? Eine Spur von einer Maschine. Sie führt in die Wolken. Dann muss ich wohl hinterher. Da muss ich wohl hinterher. Der Sturm lässt nicht nach. Wenn ich die Insel erforschen will, muss ich herausfinden, was ihn verursacht. Vielleicht mit dem Fokus. Also jetzt dieser Linie erstmal ja folgen. Dieser Sturmvogel fliegt in die Wolken. Könnte ihn mit meinem Fokus verfolgen. Der Sturmvogel ist unberechenbar. Ich glaube, er impft die Wolken irgendwie. Fliegt er! Schon wieder weg. Wow, knappe Sache. Er darf mir nicht entkommen. Ich habe noch nicht so eine Ahnung, was ich hier mache. Die Tür von vorhin öffnen kann? Oh, ja. Einige Bauteile sind kaputt. Könnte die Fehlfunktion verursacht haben. Zum Glück ist dieser Ort verlassen. Hätte viel Schaden anrichten können. So.
Schon wieder. Ein Krug. Sieht nach Osaram aus. Mächtiger Krug. Ein persönliches Andenken mit einer groben Beschriftung und einer gekritzelten Notiz, Inschrift. Zwischen zwei Graslaschen. Rot wie Blut, verborgen von neugierigen Blicken. Brakkunds Tagebuch, Glyphen, die auf ein Pergamentrolle gepresst wurden. Tag 1. Drei von uns starben innerhalb einer Woche. Auf der Jagd wegen einer verrückten Idee. Das ist kein Stöbern wert. Ich dachte, ich nehme eins der Boote, während alle schlafen. Zurück zum Anrecht wollte ich. Leider war ich etwas lauter, als ich sein wollte, und habe sie geweckt. Die Crew war ganz schön stinkig. Eins führte zum anderen, und ich saß auf dieser blöden Insel fest. Tag 2. Die Strömungen sind stark. Blödes Meer, blöde Crew, blöde Expedition. Tag 5. Die Crew ist nicht so blöd. Sie haben mir etwas Bier dagelassen. Gar nicht so blöd, diese Crew. Ich und mein mächtiger Krug schaffen das. Tag 6. Mein Kopf macht mich fertig. Der Himmel über dem Sturmvogel zieht ganz schön zu. Ich suche in dieser Ruine nach Schutz. Tag 10. Das Gewitter verfolgt mich auf dieser Insel. Die Nora. Seit die Maschine aufgetaucht ist, blitzt es ganz fürchterlich. Am Eingang der Ruine. Tag 12. Der Sturm wütet immer noch. Ich hörte, wie eine der anderen Türen zuschlug, als sie getroffen wurde. Ich glaube, ich sollte mein Glück versuchen und zum Festland schwimmen, bevor ich hier festsitze. Ich trinke mein Bier aus und mache mich auf den Weg. Und es sind weitere Anweisungen eingeritzt. Da ist eine Nachricht. Der Stöberer, dem dies gehörte, wurde hier im Stich gelassen. Hielt das Ganze für eine aussichtslose Sache. Ihre Suche nach der Goldhöhle blieb also erfolglos. Oh, noch ein Puzzleteil. So, wie komme ich denn hier rein? Durch die Tür. Hier ist eine beschädigte Aufnahme zusammen mit einer Flugbahn. Die Route beginnt in der Luft in der Nähe. Oben. Was ist hier drin? Vertraust du mir nicht? Nachrichtprotokoll. Daten beschädigt. Datenbeschädigung partiell. Es ist nur ein Seminar. Ich möchte, dass du dich dieser Möglichkeit öffnest. Zum letzten Mal nein. Warum? Flagship hat mir geholfen, hinter die Holos zu sehen, hinter denen ich mich versteckt habe. Hat meine Projektion runtergefahren. Es war wirklich ein Upgrade für mein Leben. Und jetzt versuche ich, die Flagge für dich zu hissen. Nope. Du willst dein Leben also nicht verbessern,
Du klingst wie jeder andere Flanghisser, der die Holobroads überrennt. Ich bin nicht jeder andere Flanghisser. Ich bin deine Schwester. Vertraust du mir? Du bist das. Oder würdest du auch dein Upgrade zu Daten beschädigt? Also, meine Maschine ist im Arsch, ne? Jetzt muss ich mir erstmal so ein Flugding wieder überbrücken. Das ist die Truhe gesperrt. Hier beim Pier. Das kann ich ja hier erstmal aufheben. Dafür brauche ich erstmal wieder ein Flugding. Eine Ruine. Einer von diesen Läden. Vielleicht ist noch eine Figur da drin. Der Schaden sieht frisch aus. Das sollte ich mir näher ansehen. Angefangen bei dem Reißhorn. Ich würde aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis nächstes Mal, ciao.